Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Supermarket Simulator. Und ich würde sagen, als erstes, wir müssen mal ein paar Karls feuern, denn ja, wie soll ich ausverkaufen, wenn ich lauter Karls noch habe? Und deswegen gehen wir jetzt mal an den Rechner. Weil irgendwie habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wir machen hier Massenentlassung und habe die aber nicht gefeuert. Eine Auffüller. So. Die sollen jetzt natürlich nicht die Regale auffüllen. Eigentlich. Wenn ich hier am großen Umräumen bin. So. Jetzt, wir haben hier vier Gefriertruhen. Ihr habt ja abgestimmt, beziehungsweise in die Kommentare geschrieben. Wir werden Variante 2 nehmen. Gefällt mir ja auch viel besser. Und das Ganze werden wir jetzt aber mal sortieren. Ich glaube, wir werden hier an der Seite trotzdem die Regale lassen. Und vielleicht lassen wir sogar die Kühlschränke auch da. So. Allerdings kann das dann hier weiter nach vorne rücken. Und das werde ich dann wahrscheinlich jetzt auch dann. Ich mache das jetzt erstmal so ein bisschen provisorisch, sagen wir mal so. So, Getränke. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir die mit hinhauen. Aber rein theoretisch mit zu den Kühlschränken dann. Denn das passt irgendwie nicht in mein neues Aufstellungskonzept. Habe ich das Gefühl. Bin mir aber noch nicht ganz sicher dahingehend. Wie Platz brauchen wir hier? Ja, versuchen wir da einfach mal so. Ja, vielleicht ein Stück weiter nach rechts können wir, denke ich mal, schon so. Wir sollten hier einen schönen Gang haben. Aber das, ja, vielleicht stellen wir es noch ein Stück weiter nach hinten. Mal dahin. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was wir thementechnisch hier machen. Oder wie viel Platz wir hinkriegen. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, dass das Alkoholregal dahinter kommt. Wobei wir wollten ja so ein bisschen versetzt haben. Also nach da. Jetzt steht uns das hier schon am Weg. Ja, ich werde hier viel hin und her räumen müssen, glaube ich. So, was ist hier drin? Hier ist Kaffee drin und nochmal Kaffee. Das erstmal nach hier hinten. Wir müssen erstmal müssen wir uns irgendwo Platz generieren. Warum stehen hier überhaupt Kartons in der Gegend rum? Ja, wenn man nicht alles selber macht. Wir hier jetzt allerdings so einen Gang haben, damit wir hier so eine Schneise reinkriegen könnten, war ja hier nochmal eine Reihe Gefriertruhen hinstellen. Vielleicht so. Bisschen drehen, so. Müsste das ja dann nur mit dem Regal vorne bündig abschließen. Schließt das dann hinten auch ab? Sind zwei Gefriertruhen, brauchen zwei Gefriertruhen so viel Platz wie ein Regal? Ja, ungefähr. Ungefähr. Jetzt ist hier ein bisschen eng. Hier finde ich okay. Dann können wir hier noch ein bisschen mehr Platz. So. Dann haben wir davon natürlich nochmal Regale. Nebenbei, ich weiß noch nicht, ob das hier ein Ein- oder Zweiteiler wird hinsichtlich des Einräumens. Ich tendiere aber wahrscheinlich eher auf Zweiteiler. Ich denke mal, das wird nicht alles in einem Teil sein. Ich denke mal, wir machen jetzt hier mal die groben Anfänge zusammen und dann
gucken wir mal, wie es aussieht. Mache ich vielleicht zwischen der Folge ein bisschen was und dann machen wir gemeinsam dann den Rest. Irgendwie so in der Art. So, dann haben wir hier jetzt auf jeden Fall Platz für das nächste Regal. Wollen wir auch wieder ein bisschen Platz lassen. Gucken, dass wir das möglichst auf einer Linie hinkriegen. Obwohl das schon wieder ein bisschen eng ist. Hier kommt ja noch eins daneben. Muss mir das mal kurz hier nur als Platzhalter hinstellen. Nee, halt, stopp, so ist es ja falsch. Das hier muss ja viel weiter nach vorne. Dass das hier viel weiter nach vorne kommt, dass wir die gewünschte Optik haben. So, das jetzt kurz einmal als Platzhalter hin. Und das müsste das, genau, das ist das andere Reisregal. Das stellen wir dann jetzt hier gleich. Ja, und so kommen wir dann auch auf eine Linie. Ich glaube, hier reicht tatsächlich der Mindestabstand. Zumindest nehmen wir ihn jetzt erstmal. Wir können es hinterher immer noch mal ein bisschen auseinanderziehen. So, dann müssen wir uns das Schokoregal hier auch erstmal wieder als Platzhalter nehmen. Dann sehen wir jetzt gleich zum ersten Mal, wie das wirkt. Mein Plan ist jetzt tatsächlich, ein Turm für ein Lebensmittel oder für eine Rubrik zu nehmen. Sprich, dass wir von diesem Regal vier Regale dann haben. Wenn wir genug Platz haben. So, jetzt können wir schon mal das erste Mal gucken, wie es so ungefähr aussieht. Ja. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Auch hier mit der Auflockerung der beiden Gefriertruhen dabei. Vielleicht kriegen wir doch auch. Moment, wir stellen die Gefriertruhen nochmal weg. Vielleicht können wir so ein turmähnliches Ding ja auch aus den Kühlschränken bauen. Dann könnten wir ja die Alkoholkühlschränke hier passend mit hinstellen. So, dann nehmen wir den kleinen mal nach da. Hier haben wir einen großen Kühlschrank. So. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Was ist das hier? Ist das ein, das noch ein kleiner? Müsste der doch hier hinten dran passen. Und dann kommt hier noch ein großer Kühlschrank hin. Das Ganze kann man dann natürlich noch mal ein bisschen mittiger hinstellen. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ja, dann sind die Biere kaltgestellt bei den beim Alkohol. Passt das schon mal? So, was haben wir hier noch? Wir haben Kaffee, wir haben Klopapier und warum hier unten Pfeffer drin ist? Keine Ahnung. Gehört da auf jeden Fall nicht rein. Das Pfefferschild kommt da gleich weg. So. Dann haben wir Bücher. Bücher könnten wir hier nach rechts machen. Nein, ich will nicht den Preis jetzt ändern.
Wobei, könnte vielleicht auch schon ein bisschen eng werden. Wo sind denn unsere anderen Bücher? Da sind unsere anderen Bücher. Könnte schon ein bisschen eng werden zu den Kühlschränken hin. Nee, das wird mir zu eng. Würde ich hier eher nochmal Gefriertruhen hinstellen, glaube ich. Okay, das weg. Wir kommen ja mit denen dann. Kommen wir ein Stück weiter. Kommen wir bis hierhin. So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal Bücher. Jetzt müssen wir uns das mal einmal wieder als Puffer holen. Damit wir den richtigen Abstand hier kriegen. Und ich lasse jetzt mal so ein bisschen mehr Platz, damit man hinterher nicht das Problem hat, dass man die Sachen da nicht zwischenbekommt. Bei den Büchern haben wir natürlich so viel Auswahl, dass wir nicht immer das Gleiche haben. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn wir mehr Produkte haben. Also wenn wir weniger Produkte haben, so wie bei Süßigkeiten, okay, da haben wir auch mehrere Sachen von, aber können wir zwei Türme machen, beziehungsweise einen Turm, wo halt zwei verschiedene Seiten sind. So werde ich es jetzt auf jeden Fall bei den Büchern mal machen. Wenn ich finde, wo wir noch Bücher haben. Das ist ein halbes Regal Bücher. Hier hinten. Nee. Da haben wir auf jeden Fall nochmal Bücher. Hatte ich nur drei Regale Bücher? Möglich. So, das ist doch eigentlich. Ja, wir könnten tatsächlich noch ein Stück nach hinten, wenn wir hinterher noch Platz haben. So, das hier ist also Süßigkeiten, die kommen erstmal hier hin. Das müssen wir nochmal tauschen, dass wir dafür dann ein großes kriegen. Was haben wir hier? Können wir noch gar nicht gebrauchen. Stellen wir mal hier hin. Aber das Bücherregal. Das können wir schon mal mit zu den Büchern nehmen. Wird nicht das bleiben, weil. Oh, wir könnten natürlich auch teilweise einfach noch größere Inseln machen. Gerade für Süßigkeiten vielleicht. Wo wir so viele von haben. Dass man da so 3-3 Regale macht. Na, Moment, das. Gucken wir uns gleich mal an. Allerdings sollten die Regale dann eher weiter hinten sein, finde ich. Ja, dann kommt der Kaffee nach vorne. Die Süßigkeiten gleich nach hinten. Und Gefriertruhen stehen ja auch noch im Weg. Die haben wir aber gesagt, kommen dann wahrscheinlich auf die rechte Seite. Also alle einmal weg. Ja, ich würde sagen, ich räume hier mal ein bisschen. Und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut nochmal wieder. So, einiges hat sich verändert, beziehungsweise einiges habe ich umgesetzt. Ihr seht, hier fehlen teilweise noch ein paar Regale. Aber ich muss den Platz hier vorne verringern. Weil ich krieg so nur ja drei Reihen hin quasi. Also wir haben ja hier quasi die erste Blockreihe, die zweite Blockreihe, dritte Blockreihe und ja, hier hinten fehlt uns ein bisschen Platz. Die letzte Regalreihe werde ich hier an der Wand so lassen. Aber wir brauchen hier einfach faktisch nochmal Platz, weil wir haben hier noch ein paar Produkte. Die müssen halt einfach noch in Blöcke aufgeteilt werden. Und daher, das werde ich jetzt alles nochmal umstellen. Nochmal ein bisschen enger zusammenstellen, sodass wir hinten eine vierte Blockreihe hinkriegen quasi. Weil hier haben wir ja Platz ohne Ende zwischen. Sollte also kein Problem sein. Und wenn wir das gemacht haben, oder wenn ich das gemacht habe, startet quasi eine neue Folge. Und das seht ihr dann quasi
in der nächsten Folge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst da so ein Like und ein Abo da. Der Like ist für mich, das Abo ist praktisch für euch und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Jetzt habe ich auch mal alles abgehandelt. So, und von daher, ich bin raus. Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss!